Heute ist unsere Abreise. Wir haben schon unser Zimmer aufgeräumt und wollen jetzt auschecken, dann einmal frühstücken und dann geht's mit dem Bus nach Kandy. Einmal zur Unterkunft. Das war ja die Lakmini Lodge in Sigiriya. Die Lage war wirklich top, um Sigiriya zu erkunden. Also man kann theoretisch alles zu Fuß erreichen und zwischendurch halt ein Tuk-Tuk nehmen, wenn man eben zum Beispiel den Piturangala besteigen möchte oder so am Morgen. Also grundsätzlich Top-Lage, auch die Erreichbarkeit von Dambula und so war ganz gut, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so oft fahren. Da kann man halt nicht viel für. Die Lodge an sich, es ist natürlich nicht so, dass man hier irgendwie ein 3- oder 5-Sterne-Hotel erwarten kann. Man sollte sich schon darauf einstellen, dass man eben hier mitten in der Natur lebt und dann zwischendurch auch Besuch von kleinen Käfern oder so hat. Also grundsätzlich hat uns die Lodge gut gefallen und wir würden sie auch weiterempfehlen. Also gefrühstückt haben wir heute wieder in der T-Bar. Wir haben beide einen Roti gehabt. Das ist sowas wie so ein Riesenstück Teig und da ist dann die Füllung drin, die man aussucht. Wir hatten Kartoffeln und Ei. Und es war lecker, ne? Ja, war echt gut. Aber die Portionen, muss man sagen, sind riesig. Hier richtig groß, ehrlich, ey. Also ich könnte danach wieder schlafen. Ne? Ja, ich habe es nicht ganz aufessen können, leider. Ich gebe mir immer so viel Mühe, aber die haben hier echt... Riesenportionen, wirklich. Ja. Wir hatten Glück, diesmal mussten wir nicht so lange warten. Der kam nach 10 Minuten circa. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Dambula. Jetzt sitzen wir im Bus nach Kandy. Die haben uns da direkt umgeswitcht, als wir dem was gesagt haben. Weil der Bus stand schon direkt da, sonst wären wir weitergefahren und dann hätten wir warten müssen an der Endstation. So haben wir nicht gewartet und sind direkt rübergefahren. Genau, deswegen sagt am besten auch immer, was euer Endziel ist. Dann helfen die euch weiter. Generell, die Menschen hier sind immer sehr hilfsbereit. Auch wenn die zum Beispiel sehen, wir sind zu zweit und sitzen auf so einem Dreierplatz mit jemandem noch neben uns. Oder nur einer von uns sitzt, dann tippen die uns immer sofort an, wenn ein Platz frei wird und damit wir uns da hinsetzen können. Generell einfach immer sehr hilfsbereit. Wir mussten den Bus verlassen. Was heißt mussten? Irgendwas war mit dem, der ist immer 2 Meter gefahren und dann wieder angehalten. Es gibt ja immer einen Fahrer und einen, der sich um die Tickets und um die Gäste kümmert. Und der hatte auch so einen Schraubenschlüssel in der Hand. Also irgendwas war damit. Deswegen sind wir jetzt schon mal ausgestiegen und versuchen, einen Tuk-Tuk zu kriegen zum Hotel. No, I have one. You can speak English? Yes. Biafra? Germany. Angekommen in unserer Unterkunft, die heißt Square Pack Loft und wir zeigen euch mal die Aussicht. So, der Eingang zu unserem Zimmer. Nebenan wird gerade sauber gemacht. Das ist der Eingangsbereich, kleiner Kühlschrank, Sitzecke, das Badezimmer, habe ich mir selber noch gar nicht angeguckt. Sieht schön sauber aus. That's me. Und ein Zimmer hier unten, das ist eher so das kleinere Zimmer, hier alles mit Gardinen. Und dann geht es da hoch. Also die Zimmerbeschreibung ist tatsächlich auch Industrial Loft, kommt auf jeden Fall hin. Hier geht das rein in das zweite Zimmer. Die Gardinen kann man natürlich einfach offen lassen. Wirklich sehr süß. Die Aussicht von hier ist jetzt eher so Dächer, aber wir werden nachher mal auf die Terrasse hochgehen. Da hat man einen Blick über die ganze Stadt.
Das Abo. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Ambuluwawa Tower. Wir laufen jetzt ein Stück runter in die Stadt und von da aus nehmen wir dann ein Tuk-Tuk oder so. Genau, geht ein bisschen schneller und zurück wollen wir mit dem Bus fahren. Das kriegen wir hin. Ist nämlich circa eine Stunde entfernt von hier. Genau, und wir wissen nicht, wenn wir jetzt den Bus nehmen, dann dauert es wahrscheinlich noch eine Stunde, bis wir den Bus catchen und dann auch noch dahin fahren, überall anhalten. Vielleicht könnten wir das dann nicht mehr schaffen, bevor die Sonne untergeht. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal den Tuk-Tuk. So, das ist unser Weg. Den müssen wir jetzt erstmal runterlaufen und den ganzen Weg wieder hoch. Nein, den laufen wir nicht hoch. Hallo, in Istanbul bist du auch die ganze Zeit hoch, runter. Ne? Hier können wir das auch mal machen. Wir gucken mal, wie weit das ist. Der Hotelbesitzer sagte, dass es 5 Minuten entfernt ist. Also gucken wir mal, ob es auch stimmt. Wir haben uns jetzt über Pickup ein Auto bestellt. Es hat ein bisschen gedauert. Irgendwie ist es immer schwer mit der App, dass die uns finden. Die Locations werden oft falsch angezeigt. Da muss man dann immer wieder mit denen auch telefonieren. Aber jetzt haben wir es gefunden und jetzt geht's circa eine Stunde zum Tower. Und dieser Kollege, der fährt uns jetzt nach oben. Gucken wir mal. Es redet leicht. Wir wurden jetzt bis hierhin gefahren. Ab hier fährt nämlich der Tuk-Tuk hoch. Da bis zu dieser Spitze. Okay. Und genau, fahren jetzt mit Tuk-Tuk. Okay. So, hier werden wir jetzt 2 Tickets holen. Hallo. 2 Tickets. 2000. Okay. Okay, let's go. Also, ich habe jetzt die Dame mal gefragt. 1500 mit dem Tuk-Tuk, das ist hier ganz normal. Du kannst auch laufen, hat sie gesagt, aber 3 Kilometer, das würde ungefähr 1 bis 1,5 Stunden dauern. An der Spitze angekommen. Passt. Genau, da wo das Auto nicht mal langfahren darf. Oder Tuk-Tuk. So, hier ist eine kleine Aussicht. Mega geil. Mega hoch. Hier sind 2 kleine Affen. Schascha dabei. Und da oben ist der Turm. Die Spitze. Wir fahren jetzt bis an die Spitze. Ja, islamisches Symbol, Halbmond und Stern. Ja, diesen kleinen Turm kann man auch besteigen, auch mit so einer Wendetreppe nach oben, cool. Hier geht's jetzt rein. So, are you ready? Hello. Hello. So, sehr windig. Und Jasmin? Mega Aussicht, oder? Nächste Treppen hoch. Wir sind jetzt schon echt mega hoch. Guckt euch das mal an. Wir treffen uns um.
So, einmal den Weg hier. Da ist Jasmin. Hallo Jasmin. Mir ist schon ein bisschen schlecht, also das ist nicht für jeden gedacht. Nein! Ich glaube, wir brechen das mal hier ab. Ich gehe jetzt nur für euch nach oben. Jasmin ist unten geblieben, weil das zu windig war für sie. Aber was macht man nicht alles für YouTube? Come on, my friend, come on. Go. Thank you. You're welcome. Vorsichtig sein. Scheiße, meine Beine zittern. Guckt euch das an. So, auf geht's wieder runter. Runter ist das auf jeden Fall angenehmer. Let's go! Hallo? Also es passt wirklich nur eine Person durch. Sonst muss man sich extrem durchquetschen. Das war's, jetzt gehen wir wieder runter. Wir wollen jetzt nochmal diesen kleinen Turm nochmal besteigen. Bis da oben. Da waren wir. Dann ging es auch nicht mehr weiter. Da kommt Jasmin. Und jetzt geht's wieder zurück. Jetzt fahren wir wieder runter mit unserem Tuk-Tuk-Fahrer. Der hat jetzt nämlich extra auf uns da gewartet. Beziehungsweise warten sie so, wie sie dann unten Tuk-Tuk hochfährt. Weil man erst unten bezahlt. Genau. Auf unter der Münze. Unser Taxifahrer hat da auf uns gewartet. Korrekt von ihm. Hallo guys. Hallo. So, der fährt uns jetzt nach Hause. Let's go. So, wir haben kurz angehalten, wollen nämlich hier an die Zuggleise. In unserem Restaurant für heute, Open Rice Family Restaurant. Mal sehen, wie schmeckt. Oh, die haben sogar Shawarma hier. Stabil. Die haben alles.
Die haben hier wirklich alles, also vom westlichen bis zum sri lankanischen Essen. Richtig nice. Das war's. Perfekt. Wir sind durch mit dem Essen. Es war so, ja, also es hat uns satt gemacht, aber wir würden nicht nochmal wiederkommen. Also wir würden es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Das Essen schmeckte irgendwie eher okay. Jasmin und Apo sind jetzt im Café. The Vibe. The Vibe. Ist ein sehr gut bewertetes Café, ist aber nicht so einfach zu finden, weil man da so eine Treppe hochlaufen muss. Und der Eingang befindet sich im zweiten Stock. Ja. Und sehr schön, sehr nice gemacht. Der Vibe ist da. Der Vibe ist da. Wir haben den Iced Coffee, Iced Tea Lime und den Hot Brownie with Ice Cream. In dem Café ist auch ein kleines Aquarium. Dann gibt es ein Buch, Kalhalla oder so, Buddha-Statue, so super Faces und das war's. Und jetzt gehen wir nach Hause. Das ist so ganz komische Treppe nach oben hier, ganz versteckt, hier so lang. Und es ist wirklich voll mit Jugendlichen, einfach in so einer versteckten Ecke. Café The White. So, und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Da kommt Jasmin. Cinderella mit ihrem blauen Kleid. So, Cinderella, sag mal, wie fandest du das? Das Café hat uns richtig gut gefallen. Also es heißt ja The Vibe und auf jeden Fall ist da so ein jugendlicher Vibe. Die Getränke waren richtig lecker und der Brownie, der hat so frisch und fluffig und saftig geschmeckt. Also klare Empfehlung, ne? Definitiv. Sollte man machen, wenn man in Candy ist. So. Wir laufen jetzt diesen Weg wieder hoch, den wir vorher runtergerannt sind. Hört ihr den Wasserfall? Es ist ein Kanal, kein Wasserfall. Hier in Sri Lanka sollte man immer eine Taschenlampe oder sein Handy dabei haben. Hier sind die Straßen nicht so gut beleuchtet, wie wir das kennen. Ja, das stimmt. Du hast irgendein Tier. Oder nicht, dass da irgend so ein Leopard rausspringt. Ist da links? Ja. Ich glaube, man sieht uns nicht so gut, aber. Egal. Man kann hört man es doch, oder? Frosch oder sowas. Okay. Okay. Komm mal, jetzt halt. Guten Morgen. Es ist, lass mich nachsehen, 6:30 und wir sind ready. Wir wollen los und den Sri Daladamaligava Tempel besuchen. Das ist der Zahntempel. Man sagt, dass dort der Zahn des Buddha aufbewahrt wird. Und um 9 Uhr geht ja schon unser Zug nach Ella. Damit wir das alles noch schaffen, sind wir heute schon mal früher unterwegs. Und ihr seht gerade, wie das ist, unsere Unterkunft. Es fühlt sich einfach an wie so im Dschungel mit diesen ganzen Pflanzen hier. Obwohl hier so eine Mauer ist, könnt ihr gar nicht sehen, aber direkt daneben ist eine Mauer, spürt man gar nichts von. Okay, bis gleich. Oh, das ist der Candy-Fluss. Candy Lake. Candy Lake. Füttern die Fische hier.
Jetzt sind wir in der Tempelanlage drinne und müssen unsere Tickets holen. Foreign Visitors, genau da. An diesen Automaten kauft man seine Tickets, 2000 pro Person. Der Automat gibt kein Wechselgeld, aber wenn man ein kleines Stück weiterläuft, gibt es auch einen Money Changer. Jetzt gehen wir in den Tempel hinein. Die Anlage ist groß, muss nach oben weiter. Soll das der Zahn des Buddhas sein? Ich habe sie nicht ganz verstanden. Okay, die Menschen beten hier alle. Wir wollen sie nicht allzu sehr stören mit unserer Kamera. Einmal hier rumlaufen? Oder brauchen wir nicht? Ja, hier waren wir schon. Schön gemacht. Das Ganze mal von außen sehen. Ist auch eine Riesenanlage. Wir haben auch einen Samstag erwischt, wo hier am vollsten ist. Hier überall sieht man betende Menschen. So, nochmal einmal die Anlage von außen. Wir gehen jetzt zurück zum Hotel. Wir sind durch mit dem Tempel. Wir sitzen jetzt schon im Tuk-Tuk wieder auf dem Weg zum Hotel. Und der Tempel, also leider öffnet der Bereich, wo der Zahn aufbewahrt wird, erst um 9.30 Uhr. Das wussten wir nicht. Das werden wir aber auch nicht schaffen, weil um 9 Uhr schon unser Zug geht. Damit ihr das aber berücksichtigen könnt.
Wir waren jetzt an einem Samstag da, das ist der Tag, wo der Tempel halt auch sehr gut besucht ist. Und ich war auch noch in Weiß angezogen, genauso wie die. Das war dann schon interessant und der Tempel an sich, ja, sehr groß, sehr viel zu sehen, weil man viel Zeit mitbringt. Angekommen im Hotel, wollen wir jetzt frühstücken und wir zeigen euch mal unsere Aussicht vom Rooftop. Hier unser Rooftop-Aussicht hier. Ja, richtig nice, definitiv. Ganz schön gemacht. Also sorry, ich habe schon reingebissen, aber ihr glaubt nicht, wie happy ich bin, endlich mal wieder eine Wassermelone mit Kerne zu haben. Das habe ich als Kind so geliebt und in Deutschland gibt es das kaum noch. Happy!